Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Tetra Pak, der ich das Tetra Pak nachmessen möchte und zeigen, dass bei dem Material, das man hier hat, dass die Dimensionen optimal sind, um größtmögliches Volumen darin zu verpacken. Wir sehen dann auch noch eine schöne Sache, nämlich so eine kleine Überraschung gibt es da am Schluss. Ich möchte so machen, dass man sich vorstellt, dass der Tetrapack 3D, dass das platt gemacht wird, indem ich da schön da diesen Teil falte. Und dann sieht das quasi 2D platt gedrückt, sieht das so aus. Und ich habe das gemessen, Dimension gemessen, die Höhe 22,7 cm, Breite 15,6. Jetzt machen wir so, dass wir sagen, wir wählen hier diesen Teil hier, diesen gefalteten Teil, den wählen wir variabel und schauen dann, wie groß muss dieses X gewählt werden, damit das Volumen maximal rauskommt. Das Ganze ist ja hier gefaltet, wir sind in der Mitte, das heißt also, wenn ich da Dimension zum Beispiel nach hinten nehme, werden das 2x. Das ist gerade das Doppelte. Gut, sieht die Volumenfunktion aus für das Tetraeder in Abhängigkeit von diesem Rand X. Ich habe natürlich die Breite einerseits, die da hier, das ist 15,6 minus 2x. Ich habe jeweils links und rechts ein x, das ich abziehe. Dann habe ich entsprechend die Höhe, wiederum vermindert um 2x, weil ich oben und unten jeweils so ein x abziehe. Also das wären dort 22,7 minus 2x und dann kommt noch diese Tiefe da dazu, um quasi das Volumen aufzuspannen, also mit 2x multipliziert. Voilà, das ist die Volumenfunktion. Jetzt will man die optimieren, das heißt, vielleicht multipliziert man aus und leitet dann ab, weil man dann summandenweise ableiten kann. Ich habe das jetzt vorbereitet hier in Wolfram Alpha, also mal die Funktion hingeschrieben. Man könnte jetzt natürlich expand sagen. So, und dann würde er diese Funktion ausmultiplizieren. Die gibt dann 8x hoch 3 minus 151,2x² plus 708,24x und schließlich ableiten, um eben dann gleich 0 zu setzen, um den Extremwert bestimmen zu können. Das kann man hier auch machen, gerade mit Wolfram Alpha könnte man das auch von Hand, das geht natürlich auch. Und ich sehe, okay, Derivatives, eine Parabel natürlich, und ich sehe die beiden Nullstellen etwa bei 3 und also knapp bei 10. Die werden vermutlich hier noch angeben, ja, 3,03 und 9,7. Also, man könnte das hier ausmultiplizieren, wenn man das ableitet und gleich 0 setzt, dann kommen die beiden Nullstellen raus, 3,03 und 9,73. Mal, jetzt kann man hier auch den Test machen. Das 9,73 ist ein Minimum. Da wird das Volumen negativ, den können wir nicht brauchen. Also wir nehmen da diese 3,03. Das würde also bedeuten, die Tiefe von so einem Tetrapack, das ein Liter fasst, ist also 6 cm, einfach das Doppelte davon. Gut, und diesen 3,3 kann man natürlich dann auch ausrechnen, wie groß das Volumen ist. Und da kommt jetzt die kleine Überraschung. Also wenn ich diese für x quasi diese 3,03 einsetze und das dann auswerte, dann kriege ich eben 962 gerundet. 962, also ups, blau erwischen. V von diesen 3,03 ungefähr 962. Ich habe in Zentimeter gemessen, also die Einheit ist hier Kubikzentimeter und das sind umgerechnet 0,162 Liter.
Könnte man also zuerst vermuten, das ist das Spannende hier, könnte man vermuten, dass da irgendwie ja, zu wenig verpackt ist. Aber es ist natürlich nicht so. Kommt dann, wenn Sie einen Milchbeutel haben, der hat natürlich nicht exakte Quaderform, oder? Es bildet sich dann hier jeweils eine Ausbuchtung auch von der Schwerkraft, so auf allen Seiten. Und dort ist dann dieser Liter noch, also dieser Rest noch drin versteckt. Dann kommt auch noch dazu, dass das eine Wand hat, ein bisschen eine Dicke hat. Das müsste man eigentlich auch noch berücksichtigen, aber vielleicht achten Sie sich mal in diesem Laden, da, wenn die im Regal stehen, die haben tatsächlich da so Ausbuchtungen. Also man kann die nicht direkt mit der Quaderform messen. Voilà, das wollte ich kurz noch gezeigt haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.